Willkommen zurück zu Miitopia! Das könnte das Finale des Spiels sein. Ab in die Burg von Gomme HD. Die Musik ist geil. Hä? Ah, nicht schon wieder! Der gleiche Plot ist schon wieder, das macht das Spiel aber eigentlich gerne. Ach, das sollte ich eigentlich schon wissen. Naja. Ich und Young Mike müssen nun auf der linken Seite und Jan auf der rechten Seite oder irgendwie so. Oh! Wir sind mit. Ah! 4 und 4 geteilt! Ah! Okay, das ist interessant. Minimalisten-Kittel. Ich dachte schon Kleid gelesen. Kittel. Okay. Ja, habe ich jetzt einfach mal gekauft. Damit die Sets ein bisschen höher sind. Ja, okay, so viel höher sind sie leider auch nicht. Ja, interessiert mich nicht das Outfit. So, reicht. Auf geht's. Ja, kommt mit, Freunde. Wir schaffen das. Ja. Wir gehen links lang, während die anderen rechts lang gehen. Oh Gott, was ist denn rechts? Ist das noch eine riesige Pflanze oder so? Das könnte hier wirklich das Finale sein, Leute. Im Burg des dunklen Fürsten, Gomme HD. Vorher gegen seine ganzen Handlanger, die Trolle, gekämpft. Ja, und nun jetzt sind wir hinterher, deinen Hintern zu versohlen. Kommt her! Es ist so finster hier. Da kriegt man echt Angst. Sei unbesorgt. Ich bin für dich da. Beim ersten Anzeichen von Gefahr kannst du dich hinter mir verstecken. Echt dumm von dir, Freddy. Miau. Dieses Gesicht so, miau. Schnell. Schnell, schnell. Keine Ahnung. Wieder ein Level, was ich mehrmals machen darf. Klar, dass ich das mal in den Spiel nochmal reinpacken, damit das schon ein bisschen länger wird, das Spiel. Yay. Brillengeist, der ist, glaube ich, neu. Kann sein. Den kann ich mich nicht erinnern. Bam, bam. Bam. Die überleben das. What? What? Wieso nennt er das? Jetzt nicht mehr. Aua, aua, aua. Auf zu stechen. Riesenwaffe. Riesenteddy. Boom. Ja, Reitangriff reicht. Ist sowieso schon down, das Ding. Bam. Ist das, glaube ich, Folge 40 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Also ja, nice. Wir sind schon so weit im Spiel. Aber keine Sorge, ich weiß schon, dass es eine After-Story gibt. Die werden wir auch noch machen. Nur, da wird es nicht so oft Folgen geben, sobald wir die Story durch haben. Sobald wir dann, also, wenn dann die After-Story kommt, mache ich dann nicht mehr ständig Videos von diesem Spiel. So wie ich es ja jetzt momentan mache. Da mache ich ein bisschen weniger. Da mache ich ein bisschen abbremsen, ja. Es ist nur die After-Story. Die interessiert sowieso nicht jeden. Von daher habe ich auch endlich mal wieder Platz für ein paar andere Games. Weil ich habe schon lange nichts mehr Neues gespielt. Ja. Bye bye. Bam bam. Boom boom. Leben noch. Was soll das? Jetzt nicht mehr. Den 1100 kommen wir sogar näher. Nicht, dass mich das interessieren würde, aber. Ist interessant, weil diese Zahl sieht man sowieso immer. Okay, wo führt uns das jetzt hin? Ich würde sehr gerne mehr von der Map sehen. Wollt ihr was haben? Elektrolysekolben. Noch komplizierteren Namen, bitte? Da kaufst du halt einfach gleich einen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie ja am Ende hier nicht gegen ihn kämpfen werden, sondern dass es vielleicht so ein doppeltes Schloss gibt am Ende, so wie bei Mario manchmal der Fall ist. Bei uns fehlen noch ein paar Freunde. Die müssen ja auch noch irgendwo sein. Ne, das ist ja. Okay, das ist keine. Ich dachte, von hier aus sieht es aus, als wäre das wie so eine Pflanze, die wartet nur gefressen, die Mies zu fressen. Aber nee, es ist nur dieses, Chandelier und hier links ist nur ein Bonus und hier geht es eigentlich oben weiter. Ja, ich muss sowieso diesen Weg noch kurz machen.
Von daher. Kiste! Schmischeine! Gulle! Yay! Wollt ihr was haben? Du willst wieder was Neues haben! Ey, Professor, ihr gebt mir wirklich mein ganzes Geld fressen, ne? Ich bin außerdem gegen meinen PC gestoßen. Nein! So, Werte. Ich kaufe trotzdem alles, weil ich immer die ganzen Sachen kaufe, weil... ich weiß gar nicht, einfach, damit es besser ist. Ja. Damit wir besser werden. Und so, oh. Ja, jetzt können wir mal hier... Ich würde sagen, wir gucken erstmal beim Bonus vorbei. Ja. Erstmal hier den Bonusweg gehen. Truhe! Und das war eine Falle. Habe ich mir schon gedacht. Weil direkt am Anfang eine Truhe ist ein bisschen weird. Muss denn eigentlich eine Falle sein? Haha. Bam! Alle auf einmal da und ihr könnt gar nichts. Die Falle war eher ein Geschenk für mich. Kostenlose Erfahrungspunkte, nenne ich das. Ha! Bin gespannt, wie viele Folgen wir für diesen Turm brauchen werden. Oh, dieses Level wird natürlich mal zweimal machen. Super. Oh. Wo ist das Licht hin? Nach links. Aua. Oh, übereinander. Machst du mal die Damas? Super. Cool. Hey. Überhaupt nicht weird. Oh, hell no. I am dead. Nicht, wenn ich dabei bin. Oh. Nice. Danke, Freunde. Ist das sehr nett. Deshalb nenne ich euch Freunde. Weil mich recht. Kiste! Wir haben ein bisschen was essen. Ja, und dann schaue ich mir noch schnell den anderen Weg an. Wohin führt dieser Weg hier? Hab mal gehört, dass Pferde ein riesiges Sichtfeld haben sollen. Selbst wenn sie direkt nach vorn blicken, können sie angeblich noch sehen, was schräg hinter ihnen liegt. Was? Echt jetzt, Pferdemann? Ja, dann. Gib mir mal laut, sobald du was Krasses siehst. Also bei den Augen kann ich mir das schon vorstellen, ehrlich gesagt. Level up! Ah, aber nichts Neues gelernt. Schade. Jetzt geht's einfach geradeaus nach oben. Und dann gäbe es hier noch die Kiste. Die kriegt man auf jeden Fall immer. Ja. Und dann gucken wir uns doch mal die riesige Kiste auf Tauwald an. Würde ich mal sagen. Ja, ja, bla bla. Ne, ist mir egal. Ihr könnt labern. Das ist mir so egal jetzt. Dauert mir zu lang. Kein Bock. Nope, gar kein Bock. Let's go. Kiste! Oh, richtig viel Geld! Fast 1500 Gold! Das war's oder kommt noch was? Oh. Metallkittel. Das hat doch was. I like it. Das hat was. Metalligit. Hat's was. Auch so rostig überall. Finde ich cool. 12 Kittel, jo. Freue dich, Spiel. Ach, die wollen immer noch labern. Ja, dann labern halt endlich. Komm, beeilt euch. Oh, schön. Boah, hab ich noch nie gesehen. Yay, so 10 Freunde. Super, wunderschön. Voll, das interessiert mich sehr. Alle nichts haben. Jetzt so langwillig. Ich frage mich aber wirklich, wann wir unsere Freunde finden. Die restlichen drei. Komm, das Level und dann glaube ich, muss ich bei den anderen unten weitermachen. Die Brücke zum Entwürsten ist echt riesig. Stell dir mal vor, du müsstest hier sauber machen.
Bestimmt hat der deswegen all die Gesichter gestohlen, damit die Monster für ihn putzen. Das ist es! Das ist die einzig logische Erklärung! Soll das ein Witz sein? Ja, natürlich! Veralbert von Mike! Ja, sorry. Keine Ahnung. Theorie. Jesus! Jetzt ist er nur noch ein Jesus! Und dein Gesicht ist auf diesem Monster. Du hast so eine richtige Mucki, ist so eine richtig schwere Waffe und einfach. Ja, dieser gelangweilte Gesicht. Ja, ich bin der Jesus-Dämon. Vor allem Jesus-Dämon. Das sind zwei Gegenteile einfach. Geil. Megafall geht nur auf einen. Ja, Explosion, aber es geht auf einen. Ja. Bam! Bam! Ne, geht lieber auf die anderen erstmal. Oh, was passiert? Neue Technik! Gesichtsschutz! Gesichtsschutz! So eine Maske! Jetzt sind wir richtig geschützt vor der Pandemie! Das war's dann wohl! Nein, Mike, auf zu heulen! Ne! Bam! Oh, mir geht's wieder gut! Yay! Mike heult nicht mehr! Wir sind alle früh und glücklich drüber! Bam! Was macht er da? Oh Gott, dieser Blick! Beide weg mit euch! Alter, das Jesus-Dämon ist überlebt richtig lange! Und ja, jetzt, die Frage hat sich übrigens von alleine beantwortet, wenn wir unsere Freunde retten. Jetzt. Ja, ihr kennt euch jetzt. Super. Bam, bam. Aua. Ja! So. Bam. Und von mir kriegst du auch nochmal. Warte. Warte. In die Luft mit dir, mein Pegasus. Pegasus. Er killt dich, Jesus. Donnerkeil. Mehr als 200 Damage war das. Hab Dank, meine Kinder. Yay! Level 15! Cool! Plop. Puh. Wir haben Jesus gerettet. Du bist willkommen. Na klar, ich bin froh, dass du dein Gesicht zurück hast. Ich werde an deiner Seite kämpfen. Aber erst muss ich ordentlich ausschlafen. Na, ist okay. Wir gehen zu dem Gasthaus. Was ist denn jetzt noch? Ach komm Leute, das ist doch unnötig. Ja, danke Young Mike, danke. Gut gemacht. Yay! Ich freue mich sogar so viel für ihn. Dass wir nun von Herzen Freunde sind. Rächen 2 gelernt. Fällt ein Freund, räche ihn mit einem wirklich heftigen Angriff. Das ist richtig heftig, Bro. Ja. Chill mal mit mir ein bisschen. Bam, Level 11 Freunde, yay. Weiter, Mann. So, du kennst von denen, die gerade hier sind, Freddy nicht und Young Mike nicht. Young Mike kennt irgendwie niemand, aber Freddy kannst du gerne kennenlernen. Genau.
Ja, dann will doch Ferdemon irgendwas. Abendessen. Nein. Ja, eine Apfel. Super. Zack. Perfekt. Wollt ihr noch was haben? Oh ja, wollen die. Macho Man. Nee. Warum hat das jede Klasse? Nein. Nein, einfach nein. Stimmt, das wolltest du haben. Komm, ich kauf's dir. Aber dann benutzt es auch bitte. Genau, benutzt es. Dein Elektro-Ding da. Kannst alle Mücken kaputt machen mit. Was? Krakenkugel? Ist eher ein Oktopus, oder? Okay, wenn du das unbedingt haben willst. So, aber die Werte nur. Du sollst den Teddy behalten. Ja. Komm, machen wir weiter. Zwei Freunde fehlen jetzt nun. Achso, einer muss raus von euch. Wird's mal besser, wenn's langsam. Wer von euch geht raus? Moment. Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wen tue ich jetzt erstmal raus? Ich würde sagen, ich tue vielleicht Young Mike raus. Oh, das ist halt ein Supporter hier, ne? Young Mike geht raus. Und Jesus kommt rein. Jo. Hab mich entschieden. So. Und da oben warten wir jetzt auf unsere Freunde. Wie es vor den anderen geht. Wir warten hier oben. Am Ende der ersten Etage von diesem Schloss. So, und jetzt gehen diese vier weiter. Drei. Nicht vier, drei. Pizzascheibe, ne. Muss doch jetzt nicht sein. Niemand kennt Miku. Well. Und ich bin Danny? Okay. Miku ist Level 12 erst. Selbst Bunny ist Level 13. Okay, seltsam. Egal, hier sind direkt ganz viele Truhen, die ich alle natürlich abchecken möchte. So, hoffentlich kriegen wir diese Saga mit den Leuten hier noch durch. Oh, bitte schreit euch jetzt nicht. Kommt schon. Doch, sie streiten sich. So unnötig, Mann! So unnötig! Wir waren schon wieder zwei Wege. Ja, so fühle ich mich dabei. Mhm. Ja. Bam. Aua. Yeah, ja. Nee, ich kämpfe gar nicht mit. Ich gucke einfach nur zu. Ich kann nur Streuer verteilen, mehr nicht. Ich kann nur den Horst spielen. Bam. Bam. Ich krieg das schon hin. Ja, ja. Ja. Eigentlich perfekte Zeitpunkt, um ein bisschen irgendwie zu quatschen. Also ich muss sagen, bisher gefällt mir das Spiel sehr. Es ist sehr cooles Spiel. Ja. Grafik ist schön. Die Musik ist schön. Story ist bisher ganz okay. Dafür, dass man da, dass das eine Mii-RPG ist, letztlich ist die Story ganz okay. Ich mag das halt nicht, dass sich sehr viele Sachen wiederholen und wiederholen. Aber, naja. Yay! 140 und 140. Juhu! Ja. Aber ist auf jeden Fall ein cooles Spiel bisher. Oh, du willst was haben? Glitzer-Mikrofon! Gangster ist ein Mikrofon. Komm, vielleicht können wir das bekommen. Seidenkluft. Für wen ist das denn? Für Danny, glaube ich, ne? Ja, habe ich die nicht schon? Ja, anscheinend nicht. Okay. Ja.
Danny wird nie wieder normal aussehen. Nie wieder. Sorry, Danny, du wirst nie wieder normal aussehen. Du wirst für immer eine Ente bleiben mit seinem Fisch. Für immer. Ja. Dann mache ich das hier kurz offscreen. Oh, hell no! Schon wieder eine Furie! Wie wär's, wenn wir alle ultra krass drauf sind und die Furie damit durch auseinandernehmen? Na, das war nicht die Furie. Genau, das ist die Furie. Schön viel Damage machen. Haha, nur ein Damage. Haha, bam. So muss das aussehen. Schön. Kiste! Ein Bonbon. Mal wie der. Yeah. Na gut, wir haben noch zwei weitere Kisten auf der Overworld vor uns. Also, let's go. Auf, Danny. Abenteuer ruft. Du willst es haben? Herzchen-Dress. Okay. Da verschwendet einfach mein Geld. Ne? Warum nicht? Ne? Einfach mal das Geld von mir verschwenden. Das kann man ja mal machen, ne? Das ist ja voll okay. Links, rechts. Inne, mine, miss, das. Rappelt in der Kiste. Inne, mine, Mac. Und du bist weg. Rechts. Wenn sie weg ist, dann nehme ich rechts. Wir waren sowieso beide. Egal. Ja, eine Falle. Ist immer eine Falle drin, direkt am Anfang. So gut wie. Nice. Ich brauche gar nicht mehr irgendwelche Aktionen betätigen. Wir gucken einfach zu. Yay, sie lieben sich. Ich glaube, das ist allgemein nicht mehr so viel Gameplay. Das ist ja eigentlich nur so, bisschen Schätze sammeln. Oh, neue Technik. Weggesehen. Lol. Der Winkelmesser hat uns alle gerettet. Geil. Und endlich kennt ihr euch. Und es ist mega langsam. Ich kann nicht vorspulen. Dieser Bug ist kacke. Yeah. Kann Danny gleich mal ein bisschen mit Nico kuscheln. Ist ja ganz alleine. So, nächsten Kisten. Nicht, bitte nicht noch mehr fallen. Bitte was Nices. Ja, das ist zum Beispiel gut und sehr nice und eine Truhe oder was das? Boah, sind das viele. Alles voller Schatztruhen. Wir haben es geschafft. Wer zuerst kommt und so. Das ist dann auch meins. Und das auch. Und das sowieso. Ich glaube, es geht los. Das wird fair aufgeteilt. Und das ist auch noch. Und das sieht besonders toll aus. Das ist ja. Seien Sie hüpfen. Ich bediene mich so lange einfach. Okay. Hä, aber hier ist doch das Ende. Hier gibt es keine Schatztruhen mehr. Was wird denn da gesehen? Halluzination oder was? Egal, komm. So. Let's go. So, damit sollten wir dann. Oh, hier ist noch ein Level. Bevor wir dann zu den anderen stoßen. Okay. Vielleicht meinst du sogar noch heute in der Folge. Das Level da oben. Weil das hier auf jeden Fall, das kriegen wir noch hin, aber das andere weiß ich gerade nicht. Hm, hab ich irgendwas im Gesicht oder so? Hm. Ah, danke. Okay, nice. Musik ist nice. Spielscheine. Ja. Ich habe schon überlegt, wenn die erste Schatztruhe dann nicht der Gegner ist, dann muss es halt nicht die zweite sein, ne? Und ja, es war die zweite. Ja, ja. Wui, wui. Nice.
1111 Gesichter gerettet. Ich freue mich schon, wenn da überall 2 steht. Level up für Bunny. Obwohl es Mika nicht am nötigsten hat. Trotzdem nice. Ich dachte natürlich nicht nein zum Level up, ne? Gut. Vielleicht mache ich die Folge einfach ein bisschen länger. Ich kann es gerade sowieso nicht ganz einschätzen. Ja. Dann machen wir dieses Level noch. Und dann in der nächsten Folge gucken wir uns dann weiter im Schloss um. Weil das ist natürlich nur die erste Ebene. Geht noch viel, viel weiter natürlich. Rechts. Ich habe... Na, das hat auf jeden Fall eine Banane gegeben. Zumindest nichts Schlechtes. Girlfriend! Oh, oh, wer das wohl sein mag?